Hallo Leute, ich bin der Meister der Münzen. In unserem heutigen Video geht es allerdings nicht um Münzen, sondern um unser Spiel Forge of Empire. Ihr kennt alle Forge of Empire, ihr spielt alle Forge of Empire, ansonsten wärt ihr nicht hier. Ich selbst spiele auch sehr gerne Forge of Empire. Jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, seit einem Jahr, seit zweien, ich weiß es wirklich nicht. Aber egal, ich spiele, meine Hauptwelt spiele ich auf Korch. Ich unterhalte auch eine reine Eisenzeitkampfstadt auf Greifenthal. Und hier auf Langendorn eine Wunschbrunnenstadt. Warum habe ich eine Wunschbrunnenstadt? Nun, ihr kennt alle das Spiel, ihr kennt unsere Ingame-Währung, die Diamanten. Wir brauchen alle Diamanten. Spätestens für die Gebietserweiterungen sind Diamanten sehr, sehr wichtig. Aber auch hier und da recht nützlich, wenn wir Events spielen und es fehlen noch ein paar Ressourcen, um ein Eventgebäude komplett aufzubauen. Da ist es auch nicht verkehrt, wenn Diamanten zur Verfügung stehen. Ja, wie bekommen wir nun Diamanten? Wir bekommen Diamanten ganz normal, wenn wir das Spiel spielen, über die ein oder andere Quest. Manche Ereignisse in der Stadt oder um der Stadt herum bringen schon mal die ein oder anderen Diamanten. Man kann Diamanten selbstverständlich für Geld kaufen. Schauen wir uns doch mal an, was kosten zurzeit Diamanten. So, für 99 Euro bekommt ihr zurzeit 16.500 Diamanten. Wenn ihr Diamanten für Echtgeld kauft, solltet ihr unbedingt abwarten, bis es eine Aktion gibt, so wie jetzt, so dass ihr ja praktisch ein paar tausend Diamanten zusätzlich bekommt. Soweit ich das in Erinnerung habe, sind diese Angebote eigentlich ja recht häufig zu finden. Ich habe seinerzeit, wo ich angefangen habe, auch einmal 100 Euro in Diamanten investiert. Ich brauchte die Diamanten dringend. Meine Stadt musste wachsen. Die Diamanterweiterungen, die Erweiterungsfelder standen zum Kauf an. Es waren keine Diamanten da, also greift man ins Portemonnaie und investiert mal 100 Euro für Diamanten. Das habe ich aber auch nur ein einziges Mal gemacht. Und dann war ich auch nicht mehr bereit, in diesem Spiel noch mehr Geld zu investieren. Und da habe ich dann die Wunschbrunnen für mich entdeckt. Wunschbrunnen, das wisst ihr, werfen nicht nur Diamanten ab, sondern eben halt auch Münzen, Vorräte, Güter, Medaillen, Forgepunkte hier und da, aber eben halt auch Diamanten. Und so wie ich das recherchiert habe, ein Wunschbrunnen wirft dreimal im Jahr Diamanten ab. Wenn er Diamanten abwirft, sind das 50 Stück. Das heißt, pro Wunschbrunnen könnt ihr im Schnitt mit 150 Diamanten im Jahr rechnen. Ich selbst habe in meiner Stadt 150 Wunschbrunnen mittlerweile aufbauen können. 150 Wunschbrunnen ergeben 22.500 Diamanten im Jahr, sprich 430 in der Woche. Mal mache ich mehr in der Woche, mal mache ich weniger in der Woche, aber im Durchschnitt komme ich auf meine 22.000 Diamanten im Jahr. Und die sind wirklich sehr, sehr wichtig, je höher ihr in den Zeitaltern aufsteigt. In meiner Hauptwelt bin ich vor ein paar Wochen von der arktischen Zukunft in die ozeanische Zukunft aufgestiegen. Und dort waren es, ich zeige euch das gerne nochmal, 6 Erweiterungsfelder. Und kein Erweiterungsfeld dieser Diamantgebietserweiterung war unter 1000 Diamanten. Ihr seht das hier in grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nochmal 600. 7600 Diamanten alleine für die Gebietserweiterung der Diamanten. Es gibt natürlich noch andere Erweiterungsfelder,
bei einem Zeitalterwechsel. Aber alleine die Diamanterweiterung war 6-mal dabei. Und für mich war das jetzt kein großes Problem, weil durch meine tägliche Ernte hatte ich genug Diamanten. Ich war hier auf knapp 20.000 Diamanten und konnte mir so die Gebietserweiterung locker leisten. Wie bespiele ich jetzt nun meine Wunschbrunnenstadt? Ich komme tatsächlich nur einmal am Tag morgens ins Spiel rein, ernte einmal und ja, setze die Fortschritte, so wie ihr das auch macht, ganz normal im Spiel ein, in Förderketten, whatever. Und ansonsten mache ich in dieser Stadt eigentlich nichts. Ich spiele Events, aber auch nur dann in dieser Stadt, wenn sie Wunschbrunnen als Tagespreise abwerfen. Und jetzt haben wir das Halloween-Event. Im Halloween-Event gibt es sicherlich irgendwo einen Wunschbrunnen zu gewinnen, aber nicht als Tagespreis. Das heißt, ich spiele in dieser Stadt nicht das Halloween-Event. Es sei denn, ich habe wirklich jetzt Spaß an dem Event und habe sonst nichts zu tun, dann spiele ich hier in der Stadt auch schon mal so aus Jux mal so ein Event mit. Aber ich bin hier nicht fokussiert auf dieses Event. Deswegen sind hier auch Eventgebäude aus anderen Events, die auch nicht, wo ich das Event auch nicht fertig gespielt habe. Das Riesenrad ist hier auf Stufe 7 stehen geblieben. Ich habe das Riesenrad hier auch nur aus Spaß stehen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Event es das Riesenrad als Eventgebäude gab. Und die Gebäude reiße ich sowieso ab. Spätestens dann, wenn ich den Platz für Wunschbrunnen brauche. Weil in dieser Stadt bin ich wirklich nur fokussiert auf Wunschbrunnen. Alle Gebäude, die ich hier habe, werden irgendwann Wunschbrunnen weichen. Also ist auch mein Tipp, fokussiert euch, egal wie ihr eure Stadt ausrichtet. Ich habe auf Greifenthal, habe ich ja eingangs erwähnt, auch noch eine Stadt, allerdings eine reine Eisenzeitkampfstadt. Wenn ich den Knopf gleich finde, verlinke ich euch das Video dafür. In der Eisenzeitkampfstadt bin ich fokussiert nur auf das Durchspielen, Durchkämpfen der Gildenexpedition und auch nur um die Diamanten abzugreifen. Das heißt, auf Greifenthal gehe ich einmal in die Woche rein, spiele in 20 Minuten die Gags kämpfend einmal durch und da sind ja auch Diamanten abzugreifen. Und das war's. Also mehr Zeit investiere ich dann auf Greifenthal auch nicht. Aber wie gesagt, da mache ich noch ein gesondertes Video zu. Den Link blende ich irgendwie oben gleich mal ein. So, wie ist jetzt meine Empfehlung für euch, wenn ihr eine Wunschbrunnenstadt aufbauen wollt? Also baut eine neue Stadt. Fokussiert euch auf Wunschbrunnen. Macht sonst nichts außer Wunschbrunnen. Bleibt in der Stadt so klein wie möglich, was das Zeitalter angeht. Spielt Events wirklich nur dann, wenn in diesem Event Wunschbrunnen zum Abgreifen bereitstehen. Fokussiert euch auf nichts anderes, nur auf Wunschbrunnen bzw. auf die Wunschbrunnen-Schrumpfkids. Baut in dieser Stadt nur Sachen, die ihr für ein Event benötigt, um Wunschbrunnen als Tagespreis zu bekommen. Das heißt, ihr solltet in eurer Stadt die Stadt so weit ausbauen, dass ihr die Stufe der Gildenexpedition 1 kämpfend schafft. Natürlich braucht ihr auch ein paar Militäreinheiten dafür. Das sollte auch gewährleistet sein. Ihr braucht Platz für Produktionsstätten, weil die Produktionsstätten natürlich auch für Quest genutzt werden müssen. Lasst genug Platz in der Stadt, dass ihr dann gezielt Wohngebäude aufbauen könnt, wenn ihr durch eine Quest mehr Bevölkerung benötigt. Baut eure Taverne aus, weil manchmal braucht ihr eben halt auch dieses Tavernensilber in einer vernünftigen Anzahl als Ernte für eine Quest. Fokussiert euch wirklich nur darauf, die... Manchmal sind es 40, manchmal sind es 100 Quests in einem Event, um das Event wirklich durchspielen zu können.
wenn es dort Wunschbrunnen gibt. Ansonsten konzentriert euch auf eure Hauptwelt, habt Spaß im Spiel. Ja, so habe ich meine Wunschbrunnenstadt aufgebaut. Lustigerweise steht gerade wirklich die Ernte einmal noch an. Ich ernte mal eben kurz, um zu gucken, wie viele Diamanten ich in dieser täglichen Ernte jetzt kassieren werde. Ich mache das hier auch mit diesem Knopf. Also es kostet mich jetzt 5 Diamanten. Den Luxus leiste ich mir tatsächlich und brauche jetzt hier nicht jedes Gebäude zur Ernte anzuklicken. So, dann ernten wir mal und wir sehen, ich habe tatsächlich 45 Diamanten mehr auf dem Konto. 5 Diamanten hat ja die Ernte jetzt gekostet. Also einer der 150 Wunschbrunnen hat jetzt Diamanten abgeworfen. Ja, im Durchschnitt sind es eben halt 430 Diamanten in der Woche. 50 Diamanten habe ich heute schon geerntet. So funktioniert eine Wunschbrunnenstadt. Für Fragen und Anregungen nutzt gerne die Kommentare. Würde mich freuen, eure Meinung zur Wunschbrunnenstadt grundsätzlich zu hören. Wie gesagt, nutzt gerne den Link. Schaut euch meine Eisenzeitkampfstadt einmal an. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag in Forge of Empire.